Die Grenzland-Rallye sorgt dafür, dass Oldtimer-Fans schon Wochen vorher in ihren Garagen verschwinden, um Lack und Chrom zu polieren, damit die historischen Automobile sich von der besten Seite zeigen können. Mit dabei ist auch Willi Davids mit Beifahrer Marco Krüger. Wir starten jetzt zur, ich glaube, 16. Grenzland-Rallye. Und das Auto ist ein Bentley von Baujahr 1936 und wir nehmen regelmäßig teil. Nicht jede Veranstaltung, aber wenn es eben geht, machen wir das. Bürgermeister Peter Jansen schickte die Fahrzeuge um 9:30 auf die Strecke. Der älteste war ein Elvis Firebird aus dem Jahre 1934 mit Fahrer Detlef Dessel. Bei der Grenzland-Rallye geht es darum, eine über 135 Kilometer lange Strecke exakt zu finden. Dabei liegt die Navigation in den Händen der Beifahrer. Aufgabe des Beifahrers ist es, den Fahrer während der Fahrt zu entlasten und den Weg korrekt anzugeben. Das macht man anhand dieser Chinesenzeichen, nennt man das. Hier sind auch Entfernungen angegeben. Oder ganz einfach Kartenabschnitte und dann versucht man, sich den richtigen Weg aus diesen kleinen kopierten Karten rauszusuchen. Damit niemand abkürzt, wird das Einhalten der Idealstrecke durch regelmäßige Kontrollen an den entsprechenden Stellen der Strecke überwacht. Ja, also unsere Aufgabe hier an dem Kontrollpunkt ist es eben sicherzustellen, dass die Fahrer das Feld nicht zu früh verlassen, damit man sich nicht den einen oder anderen Vorteil erfährt. Zwischendurch sind kleine Sonderaufgaben zu bewältigen, bei denen die Teilnehmer verschiedene Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Dabei werden die Zeiten genau überwacht, weiß Ricarda Valendi. Die Teilnehmer fahren nach einem vorgegebenen Zeitplan, müssen den auch einhalten, weil es für Abweichungen und Strafpunkte gibt. Und die müssen zu einer bestimmten Zeit auch hier einfahren, gucken deswegen auch immer gespannt auf die Uhr, damit sie nicht zu früh sind. Wir kontrollieren das, tragen die Zeit, wann sie einkommen, in die Karte, in die erste Bordkarte, tragen eine halbe Stunde Mittagspause gibt es, tragen dann entsprechend die Zeit auf die zweite Bordkarte, wann wieder gestartet werden muss. Und in der halben Stunde können wir dann hier ein Häppchen essen und dann müssen sie halt auf eigene Verantwortung wieder rausfahren, auch pünktlich. Es sind jetzt noch 19 Minuten, dann müssen wir weg dabei. Nach der Stärkung am Mittag ein erstes Fazit unserer Bentley-Piloten. Also der erste Teil der Etappe war ganz gut, Wetter war ja noch halbwegs erträglich, hat nur zum Schluss angefangen zu regnen und die Gleichmäßigkeitsprüfung heute Morgen, die war schon anspruchsvoll, aber hat, glaube ich, gut geklappt. Die Grenzland-Rallye ist frühzeitig ausgebucht und bietet einfach viel Besonderes. Dazu Veranstalter Wilfried Peters. Wir sind natürlich stolz, dass wir das Feld wieder im Mai schon gefüllt hatten. Zum Zweiten haben wir natürlich eine hohe Anzahl von Vorkriegsklassikern, die man bei anderen Veranstaltungen mittlerweile nicht mehr sieht. Wir haben schöne Location ausgesucht, wo wir dann auch mal Stopp machen, wie zum Beispiel jetzt hier im Heidweier. Leider spielt das Wetter heute nicht so mit wie in den Jahren zuvor. Aber trotzdem, die Teilnehmer sind gut drauf, sind guter Dinge und wir hoffen, wenn wir in Erglens ankommen, dass das Wetter trocken bleibt. Teilnehmer Helmut Reiners hat so seine Kniffe, wenn es mal nicht so glatt läuft. Ja, alles bestens. Also wir konnten die Route gut finden, haben uns einmal kurz verfahren. Aber man findet ja immer wieder andere Mitbewerber und wo man sich nachrichten kann. Und deshalb sind wir hier ganz gut angekommen. Leider hat es mit dem trockenen Wetter beim Zieleinlauf nicht so ganz geklappt. Unser Bentley-Team ist mit Platz 4 knapp am Treppchen vorbeigefahren. Zieht aber dennoch ein positives und ehrliches Resümee. Es war wie immer eine sehr schöne Rallye und wir haben wieder neue Straßen im Kreis kennengelernt. Die Aufgaben waren anspruchsvoll und nach der Mittagspause haben wir uns sogar ein paar Mal verfahren. Aber konnten immer wieder auf die Strecke zurückfinden. Da muss man sich mal ein bisschen beeilen, ging aber gut.